Moin Moin, Hero Maniacs ist das schon. Ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch-Video und wir wollen heute mal ein paar Lootboxen öffnen. Ja, 25 von den neuen Neujahrsboxen werde ich heute aufmachen und ja, wie üblich, ich nehme euch dazu mit. Ja, in der Regel sah es ja in der letzten Zeit so aus, dass ich keine Lootboxen mehr geöffnet habe und eigentlich nur noch für Events welche aufmache, denn von den normalen Sachen, wie ihr gerade in der Heldengalerie hier seht, habe ich ja mittlerweile wirklich das meiste Zeug. Also sicherlich hier und da fehlen mir noch ein paar Sachen, aber mittlerweile ist die Chance auf Duplikate so hoch, dass ja einfach nur wenig Sinn macht, meistens normale Boxen zu öffnen. Deshalb freue ich mich natürlich über den Event und heute machen wir 25 Boxen auf. Das ist auch nicht so besonders viel, aber ich werde im Verlauf der nächsten Wochen vermutlich noch mehr aufmachen. Gut, ich würde sagen, wir legen mal los. So, es geht mit Doppelblau los und wir haben ein Icon. Wie soll ich das denn jetzt deuten? Was ist denn das? Seolal. Okay, kann mir einer sagen, was das bedeutet? Ich weiß es auch so spontan nicht. Eine erste Sache, die mir direkt auffällt, ist hier unten, dass uns jetzt angezeigt wird, was wir momentan ausgerüstet haben. Und das war in der Vergangenheit ja nie so. Also wir haben uns ja immer gefragt, was habe ich jetzt eigentlich momentan drin? Schöne kleine Neuerung, die mir bisher noch gar nicht so aufgefallen ist. Das gefällt mir schon mal. Oh, Baby! Es mag nicht legendär sein, aber es ist fucking Tracer. Ja, sehr geil. Der Rosenskin. Guckt euch den mal an. Ganz ehrlich, wunderschön. Habe ich ja schon im Unlock-Video gesagt. Und guckt euch mal. Mein Gott. Shake that ass. Shake that ass. Shake that booty. Ich komme einfach nicht drum herum. Jedes Mal, wenn ich Tracer sehe. Ich mag Tracer einfach. Ich mag sie so gern. Dieser Skin ist einfach fantastisch. Also, richtig, richtig geil. Das geht hier schon mal sehr, sehr vielversprechend los. So, es geht weiter mit einem Spray und einem neuen Icon. Ja, rüsten wir mal aus. Eins von vier. Mir fällt gerade ein, das Emote-Rad ist ja jetzt integriert. Oh, guck mal, wir können das sogar direkt hier reinmachen. Das ist natürlich sehr geil, beziehungsweise das Spray-Rad ist es hier, aber es gibt ja ein Spray-Emote- und Sprüche-Rad und das ist jetzt im Spiel integriert. Habe ich noch gar nichts von ausgerüstet, deswegen sehr cool, dass man das hier direkt aus den Lootboxen rausmachen kann. Ja, und irgendein Icon, was ich nicht deuten kann. Gold. Okay. Nehme ich. So, weiter geht's mit, einem sehr kuriosen Rotog-Icon. Ja, ganz ehrlich, so geil der neue Rotog-Skin auch aussieht, im Icon sieht die Schweinebacke schon so ein bisschen merkwürdig aus, oder? Wie seht ihr das? Nicht so ganz mein Fall. Oh, nice. Das freut mich sehr. Ein Sombra-Ding. Ach, ein Sombra-Spray. Sombra-Ding, ein Sombra-Spray natürlich. Freut mich sehr, weil, wie gesagt, ihr wisst, ich mag Sombra einfach, auch wenn sie weiterhin, ja, sie könnte noch ein paar Buffs gebrauchen, um ehrlich zu sein. Oh, legendär! Ja, das ist natürlich richtig geil. Hier habe ich einen, ach, und dann ist noch dieser wunderbare Maze. Ah. Leute, ich bin bedient. Ich lehne mich zurück und sagt too sweet oder sowas. Guckt euch das Ding mal an. Also das ist ganz ehrlich, ich finde den schöner als den roten. Auch wenn hier irgendwas mit der Hüfte von May... war May schon immer so schmal oder ist es gerade echt ein Fehler? Bisschen merkwürdig. Aber hey, der Skin ist zu geil. Der Skin ist einfach zu geil und das freut mich sehr besonders. So, ein paar Pachimari-Dumplinge. Ach, ich habe direkt Dampfbrötchen. Ich habe direkt Hunger auf so ein paar Wandtanks oder sowas. Oh, Leute. Ich könnte jetzt was vertragen. Wie ihr seht, ist es relativ spät gerade, also uhrzeitmäßig. Also ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, aber es ist quasi der erste Abend, wo der Event gerade online gegangen ist. Das heißt, ich habe gerade eine Runde Catch the Flag gespielt und habe jetzt gleich öfter ein paar Boxen. So, was bedeutet das? Glück. Ja, Glück kann ich gebrauchen. Kann man nie zu viel haben, deswegen rüste ich das direkt mal aus. Vielleicht bedeutet das, die nächste Box ist direkt legendär. Das müssen wir jetzt natürlich überprüfen. Nicht ganz so viel Glück. Oh, schön. Lucio-Spruch. Das mach ich mit links. Okay, Lucio. Machst du mit links? Oh, das ist auch schön. Habe ich noch nicht. Und mein Sombra-Rad füllt sich langsam. Das nehme ich natürlich auch liebend gern entgegen. Oh, sehr schön. Das ist der richtig schöne Sonnenschirm. Sehr, sehr casual Mercy, möchte ich hier fast sagen. Gefällt mir richtig gut. Also optisch, die Sprays. Ich meine, Sprays sind immer so ein Punkt. Die einen mögen sie, die anderen mögen sie nicht. Aber
Dieses Spray sieht einfach fantastisch aus. Und ich finde, viele der Sprays, die jetzt einfach mit dem chinesischen Neujahrsfest reingekommen sind, sind einfach optisch absolute Volltreffer. Deswegen freue ich mich da gerade sehr drüber. Ja, neues Diva-Icon nehme ich auch mit. Könnte ich mir sogar vorstellen, das langfristig auszurüsten. So, wir haben noch einen Reaper-Spray bekommen, der Drachentanz, also eine dieser ersten Kombinations-Sprays. Oh, nice. Da haben wir das, die neue Roadhog-Siegerpose. Ja, ich meine, werden wir die jemals wieder sehen, nachdem Roadhog jetzt mit seinem Hook 2-0-Fix durch ist? Ich weiß es nicht. Aber geil ist sie. Oh, wow, das ist eine nice Box. Das ist eine richtig nice Box. Wobei, also ganz ehrlich, wenn ich zweimal episch raushol, erwarte ich eigentlich, dass da mehr als ein bisschen Kohle drin ist. Aber auf der anderen Seite, hey, Kohle bedeutet Skins, die ich kaufen kann. Da kann ich natürlich auch immer sehr gut mit leben. Wow, es geht episch weiter. Oh, nice. Das wird das Silent-Intro von Mercy sein. Ja, richtig geil. Das heißt übrigens auch Glück. Ist das jetzt Zufall, dass ich das Glück-Icon bekommen habe? Achso, sie malt wahrscheinlich Glück auf dem Boden, denke ich. Okay, macht Sinn. Macht Sinn. Nicht viel legendäres Glück bisher. Ja, kaum beschwere ich mich über legendäres Glück, ihr kennt das mittlerweile. Kaum meckere ich, dass ich zu wenig legendäres Zeug bekomme. Da droppt was. Dummerweise habe ich den damals bei unserem großen 20k Credit Rush gekauft. Aber hey, legendär ist legendär. So, Lucius Kombi Spray. Drachentanz. Ich muss mich echt mal angucken, wo der Kopf dafür ist, für das Ding. Gefällt mir auf jeden Fall. Pharah Intro habe ich. Ja, das Icon habe ich natürlich auch jetzt schon. Okay, Kombi-Spray vom nächsten. I like it. Also, ich finde es natürlich mal relativ cool, wenn ich möchte nach Möglichkeit natürlich mal alles komplett haben. Aber natürlich, meist meine Priorität sind natürlich in der Regel immer die Skins. Und, bisher habe ich da noch nicht ganz so viel Glück, möchte ich was sagen. Aber, naja, wenn ihr euch an Winterwunderland erinnert, da war das erste Unboxing mit den 25 Boxen nicht so super erfolgreich, was ich gemacht habe. Und dann kam dieses zweite mit den 6 legendären Boxen in Folge. Vielleicht sollte ich häufiger den Begriff legendär in den Mund nehmen, weil dann wird hier auch mehr legendäres Zeug droppen. In dem Fall jetzt. Leider geil. Auch wenn ich die Main natürlich schon habe, hätten sie mir wenigstens einen anderen geben können. Natürlich echt, also von allen Sachen, die man doppelt ziehen kann, dass dann direkt das ist. Aber hey, ich freue mich drüber. Dritter legendärer heute. Das ist okay. So, wir haben ein Pachimari, beziehungsweise Lunamari, passend zum Lunarfest. Weil es ja das Neujahrsfest ist, ja das Lunarfest. Na, mal gucken, kriegen wir noch irgendwas? Ich hätte gerne noch einen Skin. Was mich sehr freuen würde, wäre zum Beispiel. Also, ich hätte schon gerne, wie gesagt, Winston wäre, glaube ich, mein Favorit, den ich haben möchte. Aber ich finde zum Beispiel auch den Junkrat relativ cool. Was finde ich noch cool? Ja, ich glaube. Junkrat und Winston wären die beiden, wobei Reinhardt möchte ich auch haben. Also eigentlich möchte ich die alle vier Reisenden haben. Hätte ich eine Reihenfolge, würde ich wahrscheinlich sagen, Winston möchte ich haben, danach Reinhardt und dann Junkrat. Naja, es sind ja noch ein paar Boxen. Noch haben wir die Chance auf alles. Oh, schön. McCree, der hier eine, ich weiß, das sind glaube ich so Glücksmünzen, oder? Diese Münzen mit dem Loch drin sind, glaube ich, Glücksmünzen, aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja, sieht nicht so aus, als würde hier noch was groß droppen gerade. Hast du dir die Fingerchen verbrannt? Schöner kleiner Spruch. Oh, oh, oh. Ja, nice. Da ist er, der Junkrat-Skin. Das freut mich natürlich ganz besonders. Platz 3 von denen, die ich haben wollte. Ja, Freunde, das war mein erstes Unboxing. Sagt mir doch mal, was ihr rausgezogen habt. Mich interessiert das natürlich immer wirklich. Zu hören, was ihr nach wie viel geöffneten Boxen schon bekommen habt. Habt ihr viel Glück gehabt? Habt ihr wenig Glück gehabt? Habt ihr genug Credits, um euch die ganzen Legendären zu kaufen? Weil es ist diesmal echt eine ganze Menge drin. Ja, schreibt es mir in die Kommentare. Ich lese mich da wie überquer. Es wird weitere Unboxings geben, definitiv. Das Fest dauert ja quasi 3 Wochen und ich werde definitiv nächste Woche vielleicht sogar ein größeres, mal ein 50er machen oder sowas. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.